Rittersaison sind und das hier in Oberlin vor eigenem Publikum. Haben Sie einfach nur einen Lauf oder was ist los? Ich weiß nicht, es ist unglaublich. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben heute und ich habe eine sehr, sehr frühe Startnummer gehabt und deswegen habe ich lange nicht gewusst, was es eigentlich wert ist, meine Zeit. Ich habe versucht, alles zu geben auf der Strecke, am Schießstand mich voll zu konzentrieren und einen guten Job zu machen. Ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Dabei haben Sie uns hier noch erzählt, dass das im Moment eine Strecke ist, auf der man gar nicht sich so weit von der Konkurrenz absetzen kann. Und dann haben Sie den Fehler am Schießstand gemacht und hatten Angst, dass Sie es vielleicht doch noch verballert haben. Was heißt Angst? Ich habe gedacht, dass man heute eigentlich 0-0 schießen muss, um ganz vorne zu sein, weil, wie gesagt, die Strecke ist sehr, sehr schnell vorbei, aber es ist eine gute Strecke und die Organisatoren haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, hier alles für uns verkehrt zurück. Also vielen, vielen Dank. Es ist ein bisschen enger hier das Feld zusammen und man sieht auch, dass sehr, sehr gut geschossen wird, weil der Schießstand aus der Abfahrt rauskommt und deswegen rutscht das Feld hier noch ein Stück näher zusammen. Die ist jetzt vielleicht auf einer ein bisschen schwierigeren Strecke, wie in Oberhof zum Beispiel gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz muss man halt dann noch mehr Gas geben und noch konzentrierter sein und das habe ich versucht heute zu machen und ich bin sehr zufrieden. Aus den letzten 6 Rennen, 5-mal erste oder zweite, werden Sie sich langsam selbst unheimlich? Nein, ich versuche einfach nur meine Arbeit zu machen, konzentriert zu sein, das zu konzentrieren, um was es geht und es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich glaube, das ist die Hauptsache. Aber Sie sind jetzt, in Poppenrücke haben wir noch gesagt, oh toll, keine Eintagsfliege mehr, aber jetzt mittendrin in der Weltspitze, definieren die jetzt mit. Können Sie damit schon irgendwie umgehen oder überwältigt Sie das auch zu einem gewissen Grad? Was heißt überwältigen? Ich meine, man darf nicht vergessen, dass es im Endeffekt nur Sport ist. Und es ist die tollste Nebensache der Welt, aber es gibt Sachen, die sind wichtiger, Gesundheit und Familie. Und von dem her ist es momentan eine absolut tolle Zeit für mich. Ich versuche alles zu genießen und es macht mir unglaublich viel Spaß. Und so kann es von mir aus, darf es gerne so weitergehen und ich werde auch alles dafür tun, dass es so weitergeht. Und aber man darf nicht vergessen, wir sind keine Maschine. Es gibt immer Berg- und Talfahrten, vor allem im Biathlon, da kann ein Schießen schon bedeutend sein. Und von dem her muss man sich jeden Tag aufs Neue konzentrieren. Und das werde ich am Sonntag wieder versuchen.